Einen wunderschönen guten Abend aus dem heute wieder einmal verregneten Hamburger Norden von den wunderschönen Alsterwiesen. Heute Abend begrüße ich einen Gast, der sehr weit weg von mir zu Hause ist, nämlich am anderen Ende Deutschlands, die Ingrid Konietzny, die ich vor langer Zeit kennengelernt habe, die auch zu der, sagen wir, Familie der Chambra gehört. Und die, wie ich, einen ganz eigenen Weg gewählt hat, sich und ihr Leben auszudrücken und dabei sehr viele künstlerische Aspekte zu zeigen, die mir besonders gut gefallen. Hallo Ingrid, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo Das Johanna. freut mich. Hallo Ingrid. Mich auch. Ich hoffe, du Hallo. kannst mich gut hören. Sehr gut, ja. Das ist prima. Ich habe hier was vorbereitet, eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Kann ich sehen. Ich habe auch solche. Das ist, ja, den habe ich mir ausgesucht, weil ich gerne vor allen Dingen auch mit dir sprechen möchte über dein, wie ich finde, wundervolles und besonderes Buch, Der Kristall der Erde, das, wie ich gerade erfahren habe, von dir nun in Kürze tatsächlich dann auch mal als Buch auf den Markt kommt, weil du einen Verlag gefunden hast, der es tatsächlich drucken will. Magst du was darüber erzählen? Ja, also ich habe eben heute die Nachricht bekommen, dass es jetzt lektoriert ist. Und naja, dann, bis es gedruckt wird, wird zwar noch ein bisschen dauern, nehme ich mal an. Ich habe keine Erfahrung. Ich habe also auch nie vorgehabt, irgendwie schriftstellerisch tätig zu sein, das muss ich dazu sagen. Das war eine spontane Idee. Ich saß im Herbst vorigen Jahres hier auf dem Sofa und plötzlich war dieser Titel da, der Kristall der Erde. Und ich dachte, ja, das ist schön. Und dann habe ich angefangen, mir Notizen zu machen. Und ja, ich wollte was schreiben mit Magie, aber was zum Träumen auch, aber nicht so dieses, immer diese gut-böse Geschichte. Ich finde, das ist so abgedroschen, immer dieses Gut und Böse. Und die bekriegen sich und die kämpfen miteinander und nee, mir hängt es zum Hals raus. Und ich wollte was schreiben, was zum Träumen ist und ja, wo die Fantasie so ein bisschen Flügel kriegt und ohne dieses Gedöns, sage ich mal. Ja, und so habe ich einfach angefangen. Ich habe mich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und dann eben einfach immer weiter. Und ich habe das einfach aufgeschrieben. Ich habe nicht vorgehabt, ich schreibe jetzt ein Buch. Ich habe das dann, ja, so kapitelweise und ich habe dann das, was ich geschrieben hatte, immer einer Freundin geschickt. Und die hat dann gesagt, du, das ist klasse, das ist toll, mach weiter. Und ja, dann kamen eben auch Stimmen, ja, du, das musst du veröffentlichen. Und ja, dann habe ich eben noch einen Verlag gesucht, hatte auch zwei Angebote von Verlagen, aber die wollen ja immer eine Beteiligung. Und bei dem ersten, das war die Deutsche Literaturgesellschaft, bei denen wären das 10.000 Euro gewesen, über die ich nicht verfüge. Und dann habe ich aber eben noch einen kleineren Verlag gefunden, der Wagner Verlag. Und da geht das jetzt, da kann ich das machen und das kommt dann als Taschenbuch raus. Ja, ich hoffe zum Herbst. Im Herbst wäre Buchmesse, das wäre passend, wenn es da erscheint. Sobald ich da was Darf Genaueres ich? weiß, sage ich das oder gebe es natürlich bekannt bei mir. Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen insistieren, weil ich ja weiß, dass Ja. du dieses Buch geschrieben hast. Oftmals hast du geträumt davon. Ich meine sogar zu erinnern, dass du aufgestanden bist, dass du das Bild, das ich wunderschön finde, das dieses Buch als Titel trägt, selber auch, ich weiß jetzt nicht, gemalt oder am Computer erschaffen hast, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und dass du immer wieder auch das Gefühl hattest, es floss von alleine, war das nicht so? Ja. Dass es sich schrieb, so? Der Anfang, kann ich ja sagen, ist meine Geschichte. Diese Dankara bezeichnete, so gesehen, Hauptperson,
hat einfach von dem, was so Alltag ist, die Schnauze voll und denkt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und das ist sehr authentisch. Und ja, Ja. die Geschichte fließt einfach. Und ich habe es wirklich oft so gehabt, dass ich mich also an den PC gesetzt habe und ich hatte keine Ahnung, was ich schreibe. Ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe irgendwie angefangen zu schreiben und in dem Moment waren die Bilder da in meinem Inneren und dann habe ich das aufgeschrieben. Und so nach so 2, 3 Seiten oder so habe ich dann immer gemerkt, hey, das passt alles, das passt alles. Also ich war da oft selber auch überrascht, wie sich die Dinge zusammengefunden haben, aber das ist schon so. Also man kann wirklich sagen, das ist nicht aus meinem Verstand, also es kommt nicht aus dem Kopf, sondern das kam wirklich hier aus meinem Inneren, also sagen wir mal wirklich aus meiner Mitte heraus. Und ja, es ist auch nicht bloß meins. Also da haben ein paar andere auch Ja. mitgeholfen, mitgemacht Ja. und ja. Ich weiß, als ich hörte, dass du dieses Buch schreibst, dass ich dich gebeten habe, sobald es fertig ist, es lesen zu dürfen. Das ist ja etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat. Ich hatte sozusagen den ersten Entwurf schon, habe Ja. begonnen zu lesen am Bildschirm, was ich nie mache. Aber meine Patrone war leer und ich weiß, wie viele Seiten das waren. Also habe ich am Bildschirm gelesen und ich habe gelesen, 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 mich gefreut, dich angerufen, dir erzählt, wie beglückt ich bin über dieses Buch, über das, was drin steht, über das, was fühlbar ist, wenn man denn fühlen möchte, über die Tatsache, dass eigentlich Schaumbras Weisheit, Wissen, nicht nur Schaumbras, aber in diesem Fall habe ich es halt auf Schaumbra bezogen. Weil es auch größtenteils wirklich ja doch sehr geprägt ist von der Energie von Tobias Kutumi und Adamus, so empfinde ich es. Da mögen sicher andere Ja. dabei sein und die mögen mir verzeihen, wenn ich sie Ja. jetzt namentlich nicht nenne, aber Maria Magdalena wollen wir bitte auch noch erwähnen, aber damit soll es dann auch reichen, dann haben wir vier. Und ich war dermaßen fasziniert, wie du es geschafft hast, all diese Jahrzehnte. Es ist ja wirklich schon ein ganzes Jahrzehnt, diese Erfahrung aus diesem Jahrzehnt in einer so unglaublich ansprechenden, berührenden, mitreißenden Weise zu formulieren, dass ja eine Freundin von mir, mit der ich letztes Mal getalkt habe, sagte, ich dachte erst, es ist ein Fantasy-Roman. Und ich glaube, so wollte der Verlag das wohl auch einordnen in diese komischen Kategorien, die es da immer noch gibt. Ja, Ich habe genau. begeistert deine Erlaubnis eingeholt, das auch lesen zu dürfen, weil es wirklich ähnlich wie das Buch von Jeanette Crowley, Adler und Condor, authentisch ist, persönlich ist, darüber hinaus aber auch noch sehr viel in sich trägt. Und egal, ob ich jetzt sage, ich bin spirituell oder ich bin ein stinknormaler Mensch, es erreicht die Herzen der Menschen. Und was mich dann noch ganz besonders gefreut hat, war, als der Adamus Saint-Germain kürzlich in einem Schaut sagte, und in der Erde gibt es einen Kristall, der war schon immer da und der wird da auch immer sein, wenn ich das noch richtig weiß. Und mit diesem Kristall ist sehr viel verbunden. Dieser Kristall ist im Zentrum der Erde, nicht Lava, nicht irgendwelche anderen Dinge, sondern eben Ja. dieses für uns alle, für die diese Seite und für die andere Seite wichtige Kristallelement, das auch in Verbindung mit den Steinen steht, die ja ihre Energien verändert haben und dennoch auch immer noch mit Menschen arbeiten. Das hat mich total begeistert und es tut es immer noch. Ich freue mich sehr, dass dieses Buch zu den Menschen kommen wird. Ja, Habe das ich ist das schon soweit überraschend. richtig? Ja, ich habe jetzt sogar diese Woche noch ein Channeling gekriegt von Cryon, der auch von diesem Kristall in der Erde spricht. Und er geht aber noch einen Schritt weiter, weil in dem Roman ist im Innern der Erde ja eine Höhle. Und er spricht auch, Ja. also Cryon erzählt von diesem Raum der Schöpfung. Und das ist der erste Raum, in den wir gehen, wenn wir zur Erde kommen. Und dieser Raum wird aber physisch nie gefunden werden. Ja. Und
spricht eben dann in diesem Zusammenhang auch von diesem Kristall, der eben alles, was an Erfahrungen da ist, die wir machen, beherbergt und aufnimmt. Also wenn wir wieder rausgehen, dann die Essenz unseres Lebens, die ist dann in diesem Kristall auch gespeichert. Also das habe ich gerade die Woche gekriegt. Ja, also wie gesagt, bei mir war es einfach eine Idee, die plötzlich in mir aufploppte. Ich möchte es mal so bezeichnen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich da einfach treiben lassen in dem Sinn. Ich habe das fließen lassen und habe einfach angefangen zu schreiben und war manchmal selber überrascht, was da so an Dingen hereingekommen ist. Und wie gesagt, habe dann auch festgestellt, das passt alles zusammen. Und ich bin mir auch sicher, das passt auch vom Zeitpunkt her, wenn der jetzt veröffentlicht wird, dass wahrscheinlich auch ein gewisses Interesse da sein wird daran. So ist es, also, da bin ich absolut sicher, ja. Werde ich sehen. Und was ich eben auch eigentlich im Nachhinein, war ja nicht, ja, ich hatte ja gar nichts geplant, aber was ich im Nachhinein ganz gut finde, ist, dass es eben einfach als Fantasy-Roman läuft. Nicht als irgendwas Spirituelles, nicht als irgendwas, ja, was weiß ich, wo irgendwelche Weisheiten verkauft werden. Die sind drin, aber das ist, das kriegen die Leute nebenbei mit, wenn sie es lesen. Ja. Das ist nicht so das Hauptding. Das Hauptding sind die Geschichten. Aber so nebenbei erfährt man da eben über Zusammenhänge oder, ja, ich sage immer, wie das Leben eigentlich ist oder was es nicht ist. Und ja, ich finde es eigentlich so gesehen, ja, bin ich selber überrascht, finde ich es gut. Naja, ja, das kann man sehen. Auch wirklich, das bejahe ich aus tiefstem Herzen. Das ist wirklich ein wunderbares Buch, ein wunderbares Werk, Kunstwerk. Ich betone das Wort Kunst auch wieder in Verbindung mit Adamus, der ja nicht ohne Grund die Kunst immer als das Transportmittel für die Energie und für das, was sich verändert, benennt. Sag mal, eine kurze Frage noch. Ich weiß ja, dass jetzt wieder einige Leute zuschauen und dass das Video auch angeschaut wird. Das Buch ist ja noch kein Buch. Wenn nun einer gar nicht so lange warten möchte, hat er die Möglichkeit, das irgendwie anders schon von dir zu bekommen, damit er schon lesen kann? Ja, also ich habe das als PDF, allerdings nur grob korrigiert. Ich hätte es jetzt dann nach dem Wochenende, wenn ich es gelesen habe, ich will es nochmal durchlesen. Ich weiß nicht, ob die wirklich bloß einfach korrigiert hat oder ob die auch was verändert hat. Wäre schon möglich. Ja, aber ich denke, es wird nicht mehr lang dauern, bis das erscheint. Und wie gesagt, es erscheint als Taschenbuch. Das ist also auch nicht so, dass das dann irgendwie ein teures Hardcover ist oder sowas, sondern das ist eben ein Taschenbuch. Klar. Ja, aber ich weiß, dass einige Leute genauso ungern warten wollen wie ich und deswegen ist schön, dass sie wissen, sie können sich an die Ungeduld, oder an uns wenden, hier bei Martin. Ich sag Martin nachher, wie die E-Mail-Adresse von dir ist und dann kann man diesen Kontakt ja herstellen. Das, also ist einfach, ich kann es nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, jetzt weiß ich, jetzt will ich es auch haben. Ich hatte eigentlich vor, ganz anders zu eröffnen, aber nachdem mich hier alle Leute drängelten, ich sollte mit deinem Buch anfangen, mache ich das jetzt mal. Wir machen mal jetzt einen Cut, weil du bist ja Gott sei Dank auch so eine kreative Quelle wie ich. Bevor wir beide in den Test gegangen sind, dankenswerterweise hat Martin wieder mal gezaubert und das alles hat dann doch noch funktioniert, was anfänglich etwas schwierig war. War ich im sogenannten Breathing Room. Das ist der Raum, den die Anja Michel, die aus Wien stammt, mittwochs auf Skype eröffnet, wo wir uns treffen können, energetisch, persönlich, das ist egal. Und das Atmen, das bewusste Atmen, ist ja nun mal eines der Dinge, die wir, du und ich und andere, in die Welt bringen, weil es halt wirklich ein universelles Element ist, um an seine eigenen Gefühle zu gelangen, in seine Balance zu kommen, den sicheren Raum zu erschaffen. Und weil doch einige Störfelder spürbar waren vorhin, denke ich, wir machen jetzt wirklich mal einen tiefen und bewussten Atemzug zusammen. Der Martin und seine Leute da hinten sind auch herzlich eingeladen und laden auch die Zuschauer ein, einfach mal tief und bewusst durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus im ganz natürlichen Körperrhythmus. So, und jetzt fließt es nämlich auch wieder richtig schön und dann haben wir den Raum für uns geklärt und nur noch die dabei, die auch wirklich willkommen sind. Ich meine hiermit jetzt energetische Wesen und nicht Menschen, die zuschauen, die sind immer willkommen.
Das, wo ich jetzt mit dir hin möchte, ist ein etwas anderer Bereich, der sich aber auch in deinem Buch wiederfindet, nämlich die Klarheit eines Menschen und die bewusste Sprache, mit der er sich ausdrücken kann, wenn er sich dann auch so ausdrücken will. Wir beide sind ja schon fast berühmt-berüchtigt dafür, dass wir Klartext reden. Habe ich inzwischen auch in meinen Profilen stehen. Ich spreche Tacheles, Klartext, Body Language und derlei mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich schätze an dir sehr die unverfälschte, direkte, klare Art des Ausdrucks, der ganz deutlich auf den Punkt bringt, was du empfindest. Nicht mit der Option, ihr müsst jetzt so, wie ich denke oder wie ich fühle, sondern das bin ich und so drücke ich mich aus und das ist das, was ich einbringen kann, mitteilen mag und wer mag, nimmt und wer nicht mag, nimmt nicht. Da würde ich gerne mit dir ein bisschen einsteigen, wenn du Lust hast. Ja, mach. Mach. Ja, Ich gehe hab mit, schon ne? angefangen. Okay. Ja. Also ist es zum Kein Beispiel Thema. ja immer wieder. Es ist ja oft ein Dilemma, dass obwohl Menschen glauben, sie hätten keine Erwartungen mehr, dennoch Erwartungen ohne Zweifel vorhanden sind, was sich in ihrem Ausdruck wiederfindet. Und wenn wir jetzt einfach mal das neuenergetische Anführungsstriche, wirklich Anführungsstriche, ich sage nur Manuskript, nicht mal Konzept der neuen Energie uns anschauen, dann haben wir da doch Grundelemente. Und eines der Grundelemente ist, keine Ziele mehr zu haben, also No Agenda. Ein weiteres ist, ich will niemanden mehr bewerten. Ich möchte, nein, ich will keine Erwartungen mehr haben, weil wenn ich Erwartungen habe, mache ich mich abhängig. Immer. Selbst wenn ich an mich selbst Erwartungen stelle, mache ich mich abhängig. So. Dann haben wir beschlossen, wir ist immer diese Gruppe von Menschen, die sich austauschen untereinander, ob sie nun Schaumbra heißen oder sonst wie, ist in diesem Fall wirklich sekundär, obwohl ich den Namen Schaumbra sehr liebe. Nämlich bedingungslose Liebe leben zu wollen und auch zu auszudrücken. Nein, vollständige Akzeptanz, vollkommenes Vertrauen und Empathie, also Mitgefühl für sich und den anderen. Und wenn ich diese Grundelemente so einfach aufzähle, dann weiß ich aus eigenem Sein, wie schwierig das manchmal ist und wie schwierig das manchmal auch für andere sein mag. Dennoch braucht die Kommunikation Vertrauen und sie braucht vor allen Dingen die Bereitschaft anzunehmen, dass derjenige, der spricht, nicht angreifen will, nicht verletzen will und auch nicht unterstellt. Das ist so meine Wahrnehmung dazu. Wie empfindest du das? Also ganz allgemein jetzt mal zu diesem Punkt Klarheit. Ich habe als eins der ersten Sachen vom Crimson Circle das ESS gekauft. Und Adamus sagt darin, die Menschen sind Weltmeister darin, sich selbst was vorzumachen, und das stimmt. Und das ist schon ein schwieriges Kapitel. Und diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, das ist wahrscheinlich mit einer der größten Hürden. Also man sieht ja oft auch, oder ja, das kriegt man ja öfters mit, die sehen zwar Dinge bei anderen relativ klar oder haben da so gewisse Wahrnehmungen, aber wenn es um sie selber geht, dann ist das alles ganz anders. Und das ist so ein Punkt, ja, wo man wirklich mit sich selbst absolut ehrlich sein muss, wenn man diese Klarheit haben will. Lass mich dich Wenn kurz ich an, unterbrechen, bitte. ja, Entschuldige, weil macht das ist nichts. eines der ersten, in Anführungsstrichen, Probleme, das auftaucht. Die Menschen fragen und auch einige Schaumbra fragen, wie kann ich denn ehrlich mit mir selber sein? Wie mache ich das denn? Wie merke ich denn, dass ich nicht ehrlich mit mir selbst bin? Naja, also wenn ich, wie merke ich, dass ich nicht ehrlich mit mir selber bin, würde ich so sagen, wenn die Dinge eben ganz anders laufen, als ich meine, dass sie laufen sollten.
Kann ich sicher sein, Ja, ich was bin sind nicht deine ehrlich mit mir Erwartungen selber. fixiert? Ja. Ja, Nö, aber auch okay. wenn alles irgendwie ganz anders läuft und ich denke, aber ich mache doch schon und so, ja, das ist dann so eine Sache, dann muss ich eben da mal wirklich genauer hingucken. Und eigentlich spielt schon alles mit rein. Ich meine, warum sind die Menschen nicht ehrlich mit sich selber? Weil sie urteilen. Weil sie Angst davor haben, sich selbst dann irgendwie, ja, sie betrachten gewisse Dinge als schlecht und wenn ich jetzt bei mir selber hingucke und stelle das bei mir selber fest, dann ist es auch schlecht und das will ich ja nicht und deswegen gucke ich am besten gar nicht hin. Wenn ich aber aufhöre, die Dinge zu beurteilen, zu bewerten, ja, ist so, wenn ich aufhöre, die Dinge zu bewerten, wenn ich wirklich sage, okay, es ist einfach Erfahrung, wir sind hier für Erfahrung und dieses Gut und Schlecht, das ist ja, das ist gemacht, das ist eine Hypnose. Wenn ich davon mal wegkomme, und das kann ich ja auch schrittchenweise machen, aber wenn ich aufhöre zu beurteilen, dann kann ich ja auch bei mir selber alles annehmen. Und dann kann ich auch bei mir selber genau hingucken. Aber wie gesagt, das spielt da auch mit rein. Dieses Annehmen von allen, dieses bedingungslose Annehmen und bedingungslos möchte ich sagen, insofern, dass ich eben nicht mehr drüber urteile, sondern dass ich sage, ganz egal, was ich gemacht habe, das war halt so, aus die Maus, da brauche ich nicht mehr drüber Und reden ganz oder so, egal sondern was, das war so. und ganz genau was da, und auch egal was der andere gemacht hat oder macht. Auch, natürlich, das gilt für alle. Ne? Das ist ja, Aber ja. erfahrungsgemäß sind wir ja mit uns selber in der Regel sehr viel strenger als mit anderen. An uns selber haben wir Anforderungen, also die meisten, die haben sie an andere bei weitem nicht, aber an sich selber. Also wir selber sollten dann eben doch möglichst bitte immer perfekt sein und wir sollten ja alles sein, was wir von einem anderen Menschen gar nie verlangen würden, aber von uns selber sind wir immer sehr geneigt, das zu verlangen. Ich habe einen kleinen Einwurf. Sekunde. Ja. Adamus sagte, und nicht nur Adamus sagt, wenn ich sage Adamus sagt, dann heißt das noch lange nicht, ich habe keine eigene Meinung und ich hätte auch nicht selber ein Empfinden dazu, sondern das ist einfach leichter, jemanden zu zitieren, weil die meisten Menschen geneigt sind, denen, die Namen haben, mehr Glauben zu schenken, als denen, die für sie Nonings sind. Stimmt. Adamus sagte, und daran erinnere ich mich sehr gerne, hört endlich auf, perfekt sein zu wollen. Wenn ihr wirklich perfekt würdet, sein würdet, würdet ihr von der Erde gar nicht mehr weg sein wollen. Es ist überhaupt nicht der Sinn, der Grund, warum wir auf dieser Erde sind. Wir sind auf dieser Erde, um mit allen Sinnen Erfahrungen zu machen. Und dazu gehört nun mal die ganze Palette. Also Perfektionismus dürfen wir uns gerne abschminken, ne? Das ist mal das Erste. Ja. Und wenn wir jetzt zurück zum Klartext kommen, dieses Bewerten und Verurteilen ist dermaßen hypnotisch überlagert, dass die Menschen nicht spüren, dass sie es tun. Wie kommt man denn aus der Nummer raus? Schritt für Schritt. Nein, Entschuldige. Ja, ist doch okay. Das ist so was, was mir auch auffällt, diese Ungeduld. Ungeduld ist auch sehr weit verbreitet. Es ist einfach ein Weg, ja. Ich treffe zuerst eine Wahl oder ich will. Am Anfang weiß ich ja gar nicht, dann will ich halt und dann, ja, findet man so gewisse Dinge und so geht es einfach immer weiter. Und was ich so wichtig finde, was ich jetzt in dem Zusammenhang mal sagen möchte, erlaubt euch alle auch euren Weg zu gehen, auch wenn das ein Stückchen dauert. Wir können nicht, was weiß ich, einen Kilometersatz machen von hier nach da. Da wird es uns zerreißen, das geht gar nicht. Man muss sich wirklich auch die Erfahrung erlauben, diesen Weg zu gehen. Egal wohin ich will, ob ich jetzt ins eigene Vertrauen will zu mir, ins völlige Vertrauen zu mir oder in die Wertungslosigkeit oder ganz egal, was ich da jetzt so als vorrangig für mich anschaue. Es ist einfach ein Weg. Wenn ich die Wahl treffe, diesen Weg zu gehen, werden Dinge kommen, die das Alte aufwirbeln. Ich sage mal, es ist ein bisschen wie Homöopathie, ja. Homöopathie, da werden ja oft Ja, auch die jetzt Symptome verstehe erstmal noch ich. stärker. Ja, Genau. ja, ja. Und dann wird es besser. Und das ist bei diesen Sachen auch so. Und was ich auch so sehe, das ist, dass viele da sehr ungeduldig sind und die denken, ja Mensch, jetzt habe ich doch gewählt und ich atme und jetzt sollte das aber bitteschön auch gleich so sein. Das ist es nicht. Es ist einfach ein Weg, den man geht. Und sich Oh, erlauben, ich. und das ist wiederum was Mitgefühl mit sich haben, ja,
sich erlauben, auch diese Strecke zu gehen. Das ja, spielt doch von der Zeit her auch überhaupt keine Rolle. Ist doch egal. Natürlich nicht. Das ist wirklich wurscht. Mir fällt wieder was ein dazu. Es macht richtig Spaß mit dir, weil dann immer diese schönen Stichworte kommen. Was sagt unser guter Freund Adamus? Was sagt auch Johanna? Und was sagt auch Ingrid, wie ich weiß? Und Joya und ein paar andere, von denen ich auch das weiß? Wir machen Erfahrungen rückwärts. Wir sind bereits da. Das übersteigt nur die Vorstellung der meisten Menschen. Und wir haben hier eine Wahl. Und die sich bewusst zu machen, das scheint ganz schwierig zu sein. Ich habe nämlich die Wahl, will ich diese Erfahrungen rückwärts, weil ich ja schon da bin, wo ich sein will, also aufgestiegen, dort, wo ich sein will, in der Souveränität und so weiter, will ich die schwierig, anstrengend, ganz furchtbar lästig und ich weiß nicht wie, oder will ich sie mit Leichtigkeit, Anmut und mit Spaß? Und Leute, ich habe mein Leben zum Teil sowas von schwierig gestaltet, dass ich jetzt aber absolut Leichtigkeit, Lebensfreude und Spaß wähle. Und nicht zu vergessen Sinnlichkeit. Und das natürlich alles bewusst. Und natürlich mit Hilfe des Atmens. Machst du weitermachen? Ja. Wir waren ja bei der Klarheit, ne? Jetzt wollte ich immer dazu noch vorhin noch was sagen. Ja. Ja, aber weißt du, irgendwo greift ja immer eins ins andere. Letzten Endes gehört alles zusammen. Ja, und dennoch? Was ich jetzt aus meiner Erfahrung auch noch sagen kann zur Klarheit, und Klarheit ist für mich einfach auch weit über das hinaus wahrzunehmen, was ich so üblicherweise vor der Nase habe oder was ich jetzt eben auch von früher her kenne. Ich war ja auch bis 2004 war ich jenseits eigentlich von allem. Ich habe zwar immer wissen wollen, was dieses Leben ist, aber ich habe mal Astrologie angeguckt und so die üblichen Sachen, aber das war alles nichts und ich wusste auch immer, das ist alles nichts, bis ich zu Tobias kam und da wusste ich, das ist das, was ich gesucht hatte. Und was aber das du ist auch ja warst, jetzt noch nicht so lange. Schon. Ja, aber das ist ja jetzt noch nicht so ich lange. Auch. Aber ich bin auch wirklich in diesem Leben total in diese ganze Massenhypnose eingetaucht. Also ich kenne das alles. Ja, ich kenne die Gedanken, ich kenne die ganzen Dramen, die man agiert, also vom Feinsten. Ja. Und es ist letzten Endes. Ja, ich kann jetzt nur von mir reden, weil ich ja nur meine Erfahrung habe. Es natürlich, ist letzten Endes wirklich die Konsequenz da, das verändern zu wollen. Aber man muss dann auch eben die Veränderung annehmen. Und das ist eben auch so ein Punkt. Ja, ich muss dann auch bereit sein für gewisse Veränderungen, dass vielleicht auch wirklich was aus den Fugen gerät. Und wenn ich Leichtigkeit will, ja, dann muss ich meine Liebe am Drama zum Beispiel aufgeben. Und das ist wirklich was ich von mir kenne und was ich auch bei anderen sehe. Sie mögen wirklich das Drama. Also dieses Ruhige, dieses, wie soll ich denn sagen, weil viele haben ja auch so diesen Schiss, hat ja Adamus auch schon öfters gesagt und das stimmt auch, so quasi, das wird doch dann langweilig. Das wird's nicht, aber also es ist wirklich so, dass für viele ein Drama ist noch besser zu ertragen als irgendwie so was Ruhiges. Das wollen sie gar nicht. Oder irgendwie so eine gewisse Leere. Ja, also um Gottes Willen, ja. Also damit möchte man am liebsten nichts zu tun haben, sondern also dann doch lieber das Drama, weil da kenne ich mich aus und dann weiß ich, wie ich tun. Und dann, ja, da kann ich auch die ganzen Emotionen ausagieren und naja, wie auch immer. Aber wenig Gefühl. Man muss schon, Gefühl. Ich habe das inzwischen übrigens auch verstanden, was Adamus da gemeint hat, weil er gesagt hat, Emotionen kommen aus dem Verstand. Stimmt absolut. Ja, na klar. Also Emotionen sind wirklich rein vom Verstand erzeugt. Ja, eine Emotion ist ein Wenn, Punkt, 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 Dann. Und ein Gefühl hat immer ein Ich. Grundsätzlich. Das ist mir sehr bewusst geworden schon vorher. Ich habe das immer versucht zu transportieren und war sowas von dankbar, dass er das auch mal benannt hat. Verstand erzeugt Emotionen. Das ist, wie der Mensch denkt, dass er fühlt. Das sind die Emotionen, die dann auftauchen. Und das Emotionen hat wiederum was mit Sexual Energy Virus zu tun. Auch, und die Emotionen basieren auf den Hypnosen.
Also diese hypnotischen Glaubenssätze, darauf basieren die Emotionen, aber das ist eben, wie gesagt, kein Gefühl. Aber eben diese Stille ist für die meisten sehr viel schwerer anzunehmen und zu ertragen. Deswegen ja diese ganzen Ablenkungen. Weißt du, wenn ich mir das anschaue, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, das hatte ich früher schon. Ich, klar, in jungen Jahren bin ich eine Zeit lang weggegangen in Diskos. Damals war das noch nicht so extrem wie heute, aber gut, habe ich gemacht. Aber relativ schnell war ich dessen überdrüssig, weil es war immer dasselbe. Ich habe gerne getanzt, deswegen habe ich dann später auch den Bauchtanz gemacht. Da konnte ich tanzen, also für mich alleine, wie ich wollte. Und aber das war so, dieses Bewegen zur Musik, das war schön, aber ansonsten, ich habe mir gedacht, sag mal, das ist doch immer dasselbe. Und wenn ich das heute sehe, ich gucke Fernsehen, also ich gehöre nicht zu denen, die Fernsehen nicht schauen, sondern ich schaue, ich gucke auch, was in der Welt los ist. Inzwischen bin ich da auch relativ unbeeindruckt und kann mir das alles anschauen, ohne in irgendein Drama zu gehen. Aber wenn ich das manchmal sehe, was die so zeigen, so von Discos, so Aufnahmen oder so, da denke ich mir, das ist ein Tollhaus. Aber das ist die Ablenkung schlechthin anscheinend. Und solche Ablenkungen gibt es eben viele. Ob ich das jetzt, ob ich die Arbeit habe oder die Familie habe oder, das ist eigentlich ganz egal was, das ist wurscht. Aber so dieses ja auch mal mit sich selbst sein und mit sich selbst alleine sein, da haben viele doch diverse Probleme. Aber meine Güte, letzten Endes, es entscheidet jeder für sich und gut, das führt dann auch aber deswegen zu weit. Reden wir ja heute drüber. Nein, das führt überhaupt nicht so weit. Deswegen reden wir drüber, weil es sind ja Ängste da. Und wenn du das erste Mal die Begegnung mit der Stille hast, wenn du das erste Mal die Begegnung mit dieser Leere hast und wenn du, wie du und ich ja auch, viel Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit. Ich bin auch aus dem Disco schnell wieder raus. Ich habe mir auch den Bauchtanz gesucht. Ich war gerne auch viel für mich, nicht weg von anderen, aber viel für mich. Also da ist viel Parallelität festzustellen. Aber ich weiß noch, das erste Mal wirklich in diese Leere kam, in diese Stille kam und mich wirklich auch nicht mir einließ auf irgendeine Forderung, Herausforderung oder Action machen müssen, sondern wirklich bei mir blieb. Es hat mich anfangs fast zu Tode erschreckt. Es ist ja schon lange zurück, aber dennoch weiß ich das noch sehr genau, weil wenn du immer getan hast und für andere und noch ehrgeizig warst und noch irgendwo etwas erreichen wolltest, weil ja noch Ziele da waren und irgendwelches Image noch wichtig war und auch Sexualität, was wir übrigens auch noch ansprechen sollten, weil das ja nun noch eine große Extra-Geschichte ist, weil da sehr viel Verführung drin steckt und eben sehr wenig Sinnlichkeit, dann ist es so, dass du, wenn du das erste Mal akzeptierst, ich kann und darf nichts tun. Und ich kann und darf mich hier in mein Zuhause oder in die Natur oder in mein Auto setzen und wirklich mit mir alleine sein, wobei ich nicht zum Auto rate bei der ersten Begegnung mit der Leere oder Stille. Und ich kann atmen und ich kann auf diesen sicheren Raum vertrauen, wenn ich bewusst atme, der wirklich da ist. Ich kann mit dem spielen und ich stelle dann irgendwann fest, manch einer hat sehr schnell, mir ist es auch sehr schnell widerfahren, ich weiß nicht, wie andere Menschen das erlebt haben, du bist wirklich nicht allein. Nicht nur, dass etwas in dir, was ich meine Göttlichkeit nenne, spricht, sondern dass auch Wesenheiten da sind, dass du wirklich, immer vorausgesetzt, du willst es, die Engel wahrnehmen kannst, spüren, hören, vielleicht sogar sehen, die Wesenheiten, die sonst um uns rum sind, wie Elfen und Feen und Naturwesen und Tiere sich mir anders genähert haben und selbst meinen Hund respektieren, der an sie ran darf, weil sie wissen, es ist eine Verbindung da, die ist anders. Das ist ein Raum da, der ist anders. Wenn das alles plötzlich bewusst sein darf und bewusst wird, dann begegne ich mir als das ganzheitlich göttliche Wesen, das ich bin, anders. Und jetzt bringe ich was rein, was ganz Neues, und ich vertraue euch allen jetzt sehr.
Du weißt, dass Ingrid einige wenige andere wissen es auch. Ich bin in den letzten 6 Wochen durch einen Reinigungsprozess gegangen, der körperlich dermaßen hart war, dass ich inzwischen weiß, es hat mit dem Kihak-Projekt zu tun, es hat auch mit mir zu tun, mit einer Auflösung von ganz einigen wenigen uralten Geschichten. Und ich bin gestern Nacht ins Bett gegangen und wurde erinnert an meinen Autounfall, der 40 Jahre zurückliegt, weil ich mit 16 Jahren einen komatösen Nahtodunfall hatte, der mich fast auf die andere Seite katapultierte. Ich ging dann doch wieder zurück auf diese Seite. Und ich habe das nie verstanden, warum eine Angst vor unsicheren Räumen, Räumen, die auf mich unsicher wirken, bis heute geblieben sind, ist. Die hat sich konditioniert, also immer wieder erweitert auf verschiedene andere Bereiche. Und es hat mich schon auch Kraft gekostet, damit umzugehen. Und gestern Nacht liege ich in meinem Bett und habe wegen der Berufsunfähigkeitsrente, die ich zu beantragen gedenke, mich mit der Thematik noch beschäftigt und erfahre plötzlich eine ganz andere Form von Stille in meinem Raum, in meinem Zuhause und höre in mir selber, das hast du gewollt, das hast du geplant. Erinnere dich an das, was andere erzählt haben, die ähnliche Erfahrungen hatten, egal ob jetzt Kutumi oder der Tobias, als er in Sem ging. Ich bin die ganze Zeit da gewesen. Seitdem du 16 bist, war ich in dir. Und ich komme jetzt erneut, damit du mich spüren kannst. Und dann ging eine solche, für mich jetzt nicht in Worte beschreibbare, aber an euch abschickbare, goldene Liebesenergie in mich. Es war ein solches Geschenk, dass ich, ohne dass ich jetzt emotional oder gefühlsmäßig aufgewühlt gewesen wäre, merkte, wie mir Tränen aus den Augen liefen und eine so unendliche Ruhe und Freude und ein Glücksgefühl sich breit machte, das ich heute auch noch bei mir habe. Das kann ich nur abschicken in Gefühl, das kann ich euch nicht beschreiben. Das zu dem Weg von der ersten Begegnung der Stille und Ruhe bis jetzt. Ingrid, bist du noch da? Ja, ja, Gut. naja, wenn du redest. Na, ich hatte dich nicht mehr gehört, Ja, deswegen. es haben sich schon viele solche, ja, auf verschiedene Art und Weisen so Dinge erschaffen, das stimmt schon. Ich für mich habe auch in letzter Zeit festgestellt, dieses, ich nenne es große Ich, also das ist eigentlich mein liebster Ausdruck, das ist einfach mein großes Ich. Ist auch schon sehr viel länger da, als ich gedacht habe, dass es da ist. Man nimmt es eben, und das ist eben auch diese Sache mit dem Verstand, wenn man so im Verstand drin steckt, nimmt man es nicht wirklich wahr. Aber ich habe jetzt anhand von gewissen Dingen, wo ich so im Nachhinein nochmal gesehen habe, was da so für Gefühle da sind, weiß ich auch, das ist bei mir auch schon länger da. Und also es ist bei mir zumindest seit 2005 da. Da hatte ich auch so eine Erfahrung, ja, wo ich im Krankenhaus war und sehr viel Blut verloren hatte. Und bei mir war das zwar nicht so, also es war kein Koma, sondern das Interessante war, ich habe sehr viel Blut verloren, ich habe keine Bluttransfusion gekriegt. Und ich war bis zu meinem Geburtstag, also passiert ist das am 1. Mai nachts. Und ich habe am 17. Mai Geburtstag und bis zu meinem Geburtstag konnte ich ganz leicht auf die andere Seite rüber. Und es war da alles sehr klar. Damals waren auch schon Tobias und Adamus da, die mich begleitet haben und auch noch ein paar andere. Es war dort alles sehr klar und ich habe dieses wieder hierher kommen immer so, also ich wusste immer, ich kann das nicht alles mitnehmen, also da ist viel vergessen da, wenn ich wieder hier reinkomme. Und dieses hierher kommen war für mich immer so ein bisschen wie ein Eintauchen in so einen zähen Schleim. Und nach meinem Geburtstag, meine Geburtstagsfeier war also auch gerade auf der anderen Seite eine Riesenparty, die sollte ich wohl noch Das mitkriegen, glaube ich. weil am nächsten Tag ging das auf einem, das war mit einem Mal weg und da war ich im ersten Moment regelrecht schockiert. Aber die Ja, Verbindung ist das kann ich eben mir vorstellen. geblieben. Die Verbindung ist eben geblieben und
Ja, wie gesagt, also dieses Wahrnehmen, so ob ich es jetzt als Seele bezeichne, ich meine, Kutumi nennt es seine Seele oder ja, Ja. Essenz oder das, was ich bin. Aber Ja. das erste Mal bewusst, wirklich bewusst wahrgenommen, und dann ging es mir wie dir, da liefen mir auch einfach die Tränen. Das war bei einem Atemseminar und deswegen bin ich auch. Ich habe mit diesem Atmen, mich hat das immer genervt, immer diese Sätze mit dem Atmet, atmet. Ich habe immer gedacht, ihr mit eurem Scheiß Atmen, hört's mir auf, es war genau jeder, gell? Ja. Und dann machte die Lea ein Atemseminar und machte das auch hier im Allgäu bei mir um die Ecke. Also das war, im Nachhinein kommt es mir so vor, als wäre das wirklich so für mich gemacht gewesen. Also echt. Und es waren 4 Tage. Und an diesem letzten Tag, bei dem, also waren nochmal 2 so Atem, naja, Übungen kann ich gar nicht sagen, aber sie hat uns da halt durchgeführt. Und bei diesem ersten Mal, da habe ich richtig gemerkt, dass mich da irgendwas so richtig trägt und da war etwas über mir. Und das kann ich auch nicht in Worte fassen. Also ich kenne Adamus in seiner Präsenz, aber das, was ich da gefühlt habe, das war also noch eine Ecke mehr. Und also ich lag still da und mir liefen einfach die Tränen aus den Augen und ich war auch unfähig, irgendwie was zu sagen oder so. Und ich habe bloß hinterher den anderen, die da waren, habe ich gesagt, also ich habe da gerade was gefühlt, das kann ich gar nicht in Worte fassen. So was Unglaubliches, so was Heiliges, so was, also ich habe, ja, da gehen einem wirklich die Worte aus. Und die andere, die mir gegenüber war, die guckte mich dann an und die hat dann gesagt, mein Gott, deine Augen, wie die glänzen. Also an den Augen muss man es irgendwie gesehen haben, diese Berührung. Das war so mein erstes diese erste bewusste Verbindung. Und da, ich hatte aber keine Ahnung, was das ist. Ich wusste in dem Moment nicht mal, dass ich das bin. Ich hätte das in dem Moment auch noch nicht annehmen können. Das habe ich erst ein ganzes Jahr später. Ein ganzes Jahr später macht es plötzlich Klick und mir war klar, das bin ich. Und da konnte ich das dann auch annehmen. Deswegen, also siehst du, das ist jetzt aber auch so eine Sache eben mit diesem Weg. Man muss sich auch erlauben, den Weg zu gehen. Das dauert unter Umständen Jahre. Aber das kommt und das ist zum Beispiel für mich auch so eine Sache des Vertrauens in mich, dass ich mir vertraue, ja, das kommt alles. Das mache ich schon alles. Ich mache das Ja, alles ganz ganz richtig für mich genau. und ganz passend für mich. Und da brauche ich auch gar nicht drauf schielen, was andere machen und was die haben. Ich mache es auf meine Weise und passend für mich. Also das ist so mein Ausdruck und das empfinde ich jetzt eben auch so, dieses Vertrauens in mich. Und damit fallen so viele Dinge weg. So ganz viel fällt da weg. Ja, Das kann man einfach Druck vor geschehen allen Dingen lassen. auch, ja. Ja, Druck auch, Ja, genau. ganz Und genau. das kann ich Okay. einfach geschehen lassen. Da muss Ich ich möchte auch mit nichts dir, machen. entschuldige, Ja, ich möchte mit ja. dir noch, eigentlich noch ein Stückchen weitergehen. Und zwar haben wir ja jetzt auch ganz viel von uns erzählt schon. Und Ja. von dem, wie wir jetzt dort angekommen sind, wo wir uns eben halt befinden und wie wir uns fühlen. Ich glaube, das ist sehr deutlich für andere auch spürbar und wahrnehmbar und erfahrbar. Und genau da möchte ich hin. Es gibt ja immer noch sehr viele Menschen, die andere befragen, weil sie sich selber nicht genug trauen und Ja. Antworten haben wollen und am liebsten noch an die Hand genommen werden wollen und wissen wollen, was sie nun wie machen sollen. Die Ja. meine ich jetzt im Moment nicht. Es gibt andere, die sind noch auf ihrem Wege und die suchen immer noch so ein bisschen Bestätigung. Und ich weiß, dass dir das ähnlich geht wie mir, darum frage ich das jetzt auch so konkret. Ich für mich weiß einfach Dinge. Ich muss mich nicht hinstellen, ich brauche keine Kristallkugel, ich brauche keine Karten. In dem Augenblick, wo es für mich wichtig ist, sowohl privat als auch in dem, was ich als Beruf mache, nämlich beratend tätig zu sein, begleitend tätig zu sein, egal ob das Tiere oder Menschen betrifft oder auch Pflanzen, egal, bin ich in dem Augenblick, wo ich mich einlasse, weil ich das bewusst wähle, in einer Wahrnehmung, in der ich ohne jegliche Anstrengung sofort weiß, um was es geht, und ich sehe Bilder, ich kann hören, ich kann bestimmte Dinge sogar schmecken oder riechen, und ich nehme das wahr, und für mich ist es selbstverständlich, ich habe das schon sehr lange bei mir, aber es hat sich mehr und mehr vereinfacht und verfeinert. Und ich wüsste gerne, weil ich manchmal glaube, du nimmst es ähnlich wahr wie ich,
weil du antwortest in deinen Texten auf Sachen, die stehen in den anderen Texten nicht deutlich. Man muss sie wirklich schon spüren oder sehen oder den Menschen erfahren oder wahrnehmen wollen, also auch empathisch sein wieder, um das überhaupt beantworten zu können. Und ich wüsste so gerne, wie deine Gefühle, deine Wahrnehmungen zu diesem Bereich sind. Siehst du, und während du das jetzt sagst hier und mich fragst, habe ich schon wieder eine Wahrnehmung, nämlich. ja, pass auf, das ist lustig, in gewisser Weise. Also, ja, das ist bei mir auch schon eine ganze Weile. Das passiert mir sogar, wenn ich Fernsehen gucke. Ich gucke mir irgendwas an, Genau. zum Beispiel eine Doku über die Eiszeiten und solche Sachen, und ich weiß in dem Moment genau, warum und wieso wir das so gemacht haben, weil letzten Endes sind wir Ja, die Schöpfer der Erde. natürlich. Das Ja. weiß ich in dem Moment einfach. Ich kenne die Zusammenhänge, auch physikalisch. Also ich muss dazu sagen, in Ja. Physik war ich immer gut, aber ich könnte viele Dinge gar nicht in Worte fassen, aber ich weiß einfach, wie sie funktionieren. Das ist einfach da. Ja. Ich habe das auch. Eben wie du sagst, dass ich so Dinge einfach weiß. Aber, und das ist jetzt der Punkt, den finde ich ganz witzig, und das ist mir jetzt im Moment wirklich so richtig klar geworden. Das hat mit dem Verstand rein gar nichts zu tun, und das ist nichts Natürlich Willentliches. nicht. Und Natürlich ich, also, nicht. ja, und es ist einfach da, ohne sich Gedanken Ja, drüber zu es ist machen. Und ganz ich habe genau, das es oft ist. auch, ich habe das, ja, ich habe das oft auch überhaupt nicht im Kopf. Sondern ich schreibe dann Nein. einfach irgendwas und dann ist das da drin. Ohne dass ich jetzt hier oben als, sagen wir mal, das, was so dieses Menschliche ist, Ja. dieses ja, Ego, der menschliche Teil, der Verstand, der jetzt hier so präsent ist, ohne dass der das eigentlich wirklich weiß oder vielleicht auch manchmal merkt, aber das spielt letzten Endes auch Ja. überhaupt gar keine Rolle. Das Na, ist nein, eigentlich natürlich. vollkommen Aber das wurscht. gehört. Ja, it doesn't matter anyway. Das ist ja dieser Punkt. Wenn das endlich mal in das Bewusstsein derjenigen käme, die sich wirklich bewegen wollen, es ist jederzeit alles da für uns. Es Da, ist für uns gesorgt. Ich ja. habe früher mich konzentrieren müssen. Ich habe mich früher eingelassen darauf, über Namen, das mache ich heute noch, Namen, Vornamen, wenn ich am Telefon arbeite, erstmal zu gucken, wer bist du denn überhaupt? Aber jetzt ist es so, ich muss nicht eine Sekunde etwas tun. Es fließt einfach. Es ist in Ja. diesem Augenblick zur Verfügung. Und es gibt zwei Dinge, wo ich sorgsam bin, sehr sorgsam. Das eine ist, ich merke manchmal, in dem Moment, wo ich in die Fülle dieser Informationen eintauche, dass nicht alles für diesen Menschen im Moment Relevanz hat, dass er also einen Teil davon benötigen möge unter Umständen, aber nicht alles. Und dass es darum geht, ihm insoweit zu vertrauen, dass er mit einem liebevoll übermittelten Einleitungssatz dann selbst an diesen Pool kommen kann und für sich die Erfahrung macht, ich erfahre für mich allein, ich kann wirklich fühlen. Ich halte dann den Raum und das kann ein Stück weit fließen. Das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Früher habe ich wirklich gedacht, ich weiß es, ich sag's, fertig. Und dann waren die Menschen erschlagen oder erschrocken. Und heute mache ich so, dass ich schaue, was hast du gefragt? Wie viel ist das, was du im Augenblick hier an deiner Position, so wie ich dich spüre, so wie ich dich wahrnehme in all deinen Facetten, wie viel ist das, was du brauchst, um hineinzugleiten? Und wo kann ich dich loslassen und einfach atmend den Raum halten und schauen, wo gehst du jetzt hin? Weißt du, wie ich meine? Ja. Es ist lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe am vergangenen Wochenende einer Freundin was geschrieben. Die hat auch Probleme und ja, es ist ja immer so, also das kennt glaube ich auch jeder, bei sich selber tut man sich eigentlich am schwersten. Bei anderen sind Na viele klar. Dinge so klar, sieht man wunderbar, aber bei sich selber hat man manchmal wirklich eine Mauer, so ein Brett vorm Hirn und weiß eigentlich nicht, was Sache ist. Und ja, ich habe schon länger Kontakt mit ihr und ich habe dann gedacht, ich schreibe ihr mal was. Und ich habe auch Adamus gefragt, ich sag, du, wie schaut's aus? Naja, natürlich, klar, immer, keine Frage. Sie hat mir hinterher erzählt, dass genau das, was ich ihr geschrieben habe, das waren drei Sachen, genau diese Fragen hatte sie.
und sie wollte Klarheit über diese Fragen und ich habe ihr das exakt beantwortet. Das hat zur Folge, dass sie das wiederum an die, die sie kennt, weitergeleitet hat und jetzt kommen schon gleich noch ein paar andere. Ich schreib's. Aber das ist schon wirklich so, wenn ich dann lese, wenn ich so eine Anfrage, was heißt eine Frage, ja, oder wenn die Situation und ich lese das und das ist einfach so ein Gesamtpaket, wo man die Energie wahrnimmt, wo man sieht, was ist und ja. Es ist wirklich ja. noch so, dass viele einfach, wie soll ich sagen, die brauchen eine liebevolle Ermunterung. Du merkst, die haben das alles. Du merkst, sie sind ja. großartig. Du merkst, das ist wirklich alles, das steht alles parat. Aber irgendwie so dieser kleine Kick auch dieses Vertrauens in sich selber oder ja, dass sie sich auch wirklich trauen. Und das ist vielleicht auch was, ich glaube, manche haben auch wirklich, das kenne ich auch, ein bisschen Schiss auch, das anzunehmen. Weißt du, diese eigene Größe. Um es mal wirklich so zu nennen, ja. das auch tatsächlich anzunehmen. Ja. Das ist auch unterschätzt, weil ja. sie Angst vor der Macht haben, die sie damit in Verbindung bringen. Das finde ich auch, hier ganz ja. entscheidend, etwas, was ja auch wieder gesagt ja. wird. Traut euch ja. doch wirklich, euch anzugucken, wie groß ihr wirklich seid. Und ich weiß auch, wie es mir ja. gegangen ist, als sie es das erste Mal und zweite und dritte Mal gesagt haben. Ja. Aber eins habe ich für mich akzeptiert, komplett, wirklich vollkommen. Ich bin, der ich bin. Ich anerkenne das, was ich bin. Ich anerkenne das, was ich fühle in mir, mit mir, aus mir. Jetzt wirklich nur für mich gesprochen und nicht mhm. für andere. Und ich will noch viel mehr von dieser Größe für mich erstmal ganz allein erfahren, weil auch das sind Schritte, auch das geht nicht auf einmal. Aber wenn Sie heute sagen, ja. ihr seid so viel mehr, als ihr euch vorstellt, und macht euch keine Sorgen um eure Kinder, die sind mit einer ganz anderen, nicht Energie alleine, aber mit einem ganz anderen Bewusstsein, Dankeschön, auf diese Erde gekommen, was sie von euch wollen, ist Vertrauen und Souveränität. Dann mhm. macht es mich zufrieden und macht es mich auch glücklich, weil das ist mein Gefühl, wenn ich diese Kinder wahrnehme, dass sie einfach Authentizität wollen und Wahrhaftigkeit mhm. und Klarheit. Ja. So. Und jetzt ist der Punkt, wenn ich wirklich akzeptiere, dass jeder in seinem Tempo, auf seinem Weg geht, dann muss ich mich überhaupt um nichts kümmern, schönes Wort, ne? Kümmern. Ja. Ich muss mich auch ja, um niemanden sorgen. Ja, ich muss ja. mich auch nicht um niemanden sorgen, sondern ich kann einfach mich freuen und sehen, was mit Menschen ist. Ich kann auch konstatieren, auch hier immer noch in dieser Ecke hängt. Aber solange kein Impuls kommt, kannst du mit mir reden, willst du mir helfen, würdest du für mich arbeiten, mit mir arbeiten, solange lasse ich sie. Und dafür naja, fühle ich mich großartig. Und in diesem Kontext möchte ich dir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön ausdrücken, denn auch ich komme manchmal mit mir nicht allein weiter. Und dann kann ich dich anrufen und dann habe ich ein wunderbares Feedback, ähnlich wie mit Joya und anderen, die ich jetzt nicht alle namentlich aufzählen will. Was ich damit sagen will, ist, wir sind eine Gruppe von souveränen, bewussten Menschen. Wir haben uns bewusst entschieden, hier zu sein. Das haben wir mehrfach getan. Ich lasse jetzt mal die Sterbe- und Erneuerungsprozesse alle weg. Ich finde Rainers Appell, wenn ich den runterbreche auf, nutzt doch wirklich eure Chance, euch gegenseitig nicht zu motivieren, sondern einfach zu begleiten. Super. Mhm. Ohne jegliche ja. Erwartung, dass etwas geschehen muss. An dieser Stelle unterschreibe ich das total. Und jetzt waren wir nochmal bei Klarheit und wir waren nochmal bei Vertrauen. Der Kreis ja. hat sich gerade geschlossen. Ich finde, dass dennoch etwas noch dazugehört, nämlich die eigentlich nur aus meiner Erfahrung und vielleicht gleich aus deiner Erfahrung, es ist doch letztlich ein wunderbarer Weg in mich selbst, zu mir selbst gewesen. Und jetzt ist ein unglaublich mich sehr berührendes und begeisterndes Abenteuer, mich in dieser neuen Form, die ich mir und mir für mich erfahre, auszudrücken. Und ich möchte noch gern fragen, wie es dir damit geht. Ja, gut. Gut. Nein, ist so. Nein, es ist so,
was ich also für mich als wahnsinnig schön und angenehm, ja, empfinde. Na, es ist einfach toll. Das ist diese zunehmende Sicherheit in mir. Durch das Vertrauen in mich, dass ich einfach weiß, ich mache das alles passend für mich. Ich habe das alles für mich genau richtig erschaffen. Ich habe schon wirklich Sachen gehabt, wo ich gesehen habe, dass ich Prozesse, die sich über Jahre hinziehen, im genau richtigen Moment ihre Lösung finden, in der richtigen Minute, in der richtigen Sekunde. Und ich habe da schon gesehen, wirklich, meine Schöpfungen sind sowas von perfekt. Das ist 100%. Das passt alles. Und jetzt bin ich so weit, dass ich mir wirklich vertraue, auch diesem Rest noch vertraue und ganz egal, was da noch kommt. Das ist, also das spielt für mich jetzt wirklich keine Rolle mehr, komme, was da wolle. Wenn jetzt auch hier im Moment das Haus zusammenbrechen würde, wäre mir auch egal. Aber das einfach wirklich diese Sicherheit in mir, dieses absolute Vertrauen, dass ich weiß, es läuft alles wirklich bestens für mich. Wie das im Außen ausschaut, was andere davon halten, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das braucht mich ja nicht zu interessieren. Sondern für mich Nicht ein zählt einfach bisschen. nur, richtig, für mich zählt einfach nur für mich. Ich weiß einfach, es ist genau richtig, es ist genau perfekt. Es passt alles. Ich fühle es. Und ich fühle mich in mir sicher und ich fühle mich in mir sowas von geborgen. Und das kann man auch nicht in Worte ausdrücken. Und deswegen, wie Boah, das gesagt, ist so also. schön rübergekommen gerade. Nein, das ist wirklich ja, es lohnt sich. Man kann es doch auch so formulieren. Ich fühle mich wohl in und mit mir. Ich liebe mich. Und das kann ich mir jeden Tag im Spiegel sagen. Das ist keine Affirmation mehr, sondern es ist einfach eine Nee. Tatsache. Ja. Für mich ist es eindeutig eine Tatsache. Und ich liebe dich und ich liebe jeden anderen Menschen. Es ist mir völlig egal, was er tut. Ich liebe den, weil er da ist. Um seines Selbst willen. Und es ist so wundervoll, dieses Gefühl einfach mal zu haben. Das heißt nicht, dass ich jeden seiner Schritte gutieren muss. Nö. Das bedeutet auch keinesfalls, dass ich jede seiner Handlungen beklatschen muss. Das bedeutet nur, erkenne ich jeden Einzelnen in seiner Menschlichkeit und in seiner Göttlichkeit, egal ob die noch getrennt sind oder schon vereint sind. Und ich bin glücklich und zufrieden und mir selbst dankbar und allen anderen, mit denen ich bewusst hier unten und auch bewusst auf der anderen Seite meine Erfahrungen mache. Und ich freue mich so unglaublich, und das ist mein Dankeschön an Martin, der diese wundervolle Idee des Chambra TV hatte, dass ich sogar meine eigene Sendung haben darf und so wundervolle Menschen hier vorstellen darf und mich mit ihnen unterhalten. Und Ja. ich würde mich freuen, Ingrid, wenn du Lust hast, wenn du noch ein kurzes Schlusswort sagen magst, so, was dir vielleicht noch gerade durch den Sinn geht, was dir gerade noch vielleicht einfällt. Was du eben gesagt hast, dieses Göttliche im anderen, wenn ich das bei mir selbst mal gefühlt habe und wenn ich bereit bin, das bei mir selber anzunehmen, dann erkenne ich es auch in jedem anderen. Und da ist es wirklich vollkommen egal, was der macht und wie der ist und so. Und dann siehst du hinter dieser, ich sag mal, Oberfläche dessen, was jetzt hier als Mensch ist, siehst du aber diesen göttlichen Ausdruck. Und ich habe manchmal so wirklich Momente, wo ich irgendjemanden sehe auf der Straße, der mir begegnet, und ich denke mir, wow, was manches sich erschaffen. Hammer! Weißt du, das ist so grandios, dieses Erkennen, und dann ist auch diese Ehre da und diese Achtung da, wirklich für jeden. Das hat rein gar nichts damit zu tun, was der macht oder nicht macht oder wie er ist oder wie er nicht ist, sondern einfach in diesem Moment. Du weißt dieses Schöpferische, es ist da und es drückt sich in diesem Menschen aus. Und das so zu erkennen, das ist so was Wundervolles. Und das, ja, das Leben ist dann, das ist was ganz anderes. Und das ist eben das, was dann danach kommt. Und die anderen merken es aber auch, dass man ihnen anders gegenübertritt und reagieren auch anders. Also das ist schon, ja, es ist ohne Worte.
In Worte Ja, fassen kann man es letzten Endes das nicht. ist Man es muss es tatsächlich. fühlen. Nein. Es ist Ja, zu das fühlen ist richtig. und zu erfahren. Ich möchte dich noch was fragen, und zwar ganz kurz, nämlich Ja. erfahrungsgemäß sehen sich inzwischen doch einige Leute die Videos an, was mich natürlich sehr freut. Und es kann ja sein, dass es Fragen gibt, dass Leute jetzt gar nicht im Chat sind, sondern dass sie erst später wirklich die Aufzeichnung Ja. sehen. Ich würde Ja. Ihnen gern anbieten, weil Sie mit Sicherheit Fragen haben könnten und haben werden, dass Sie eine Möglichkeit haben, uns zu erreichen. Jetzt frage ich mich gerade, wie wir das am geschicktesten machen. Vielleicht hat der Martin da auch eine Idee, wie wir das organisatorisch abhandeln können. Ich möchte einfach nur sagen, dass ihr herzlich willkommen seid, uns zu fragen, und dass diese Fragen uns mit Sicherheit auch erreichen. Und vielleicht können wir es Ja. für diese erste Sendung jetzt mit der Ingrid einfach so machen, dass ihr an die im Schaumrad TV angezeigte E-Mail-Adresse von Martin schreibt. Das ist dieses shogun@seelischgesund.info. Das ist dort auch zu sehen, und er leitet uns das weiter, bis wir uns überlegt haben, wie wir das künftig handhaben wollen. In diesem Sinne, So. ja, entschuldige. Man kann vielleicht, ja, man könnte vielleicht am Schluss einblenden, irgendwie die E-Mail-Adresse oder die Ja, Webseiten. Weißt du, dass man wir das wollen. einfach zum Schluss noch, wenn es fertig ist, das einblendet? Genau, ich weiß, vielleicht kann Martin das machen, dass wir das Sowas. mit den Webseiten machen. Ja, Genau. sehen wir mal. Ja, auf jeden Fall so, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind willkommen und sie dürfen jederzeit fragen, Ja, und auf eben jeden halt auch Fall. Antworten, Ja. in diesem Fall Antworten nicht erwarten, aber sie dürfen voraussetzen, dass es Antworten geben wird. In diesem Ja, Sinne, ich bin von Herzen auf jeden dankbar all Fall. jenen auf dieser Seite, denen, die hier zuhauf in meinem Zuhause sind, das immer mehr strahlt. Wir nehmen vielleicht noch einen bewussten Atemzug zusammen. Dieser Raum wird bleiben, das ist ein sicherer Raum, der bleiben will, wie gerade gesagt wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich danke dir, liebe Ingrid, von Herzen für dieses wunderbare Gespräch, das so ungeplant, so wundervoll geflossen ist. Ich danke Martin, der einen wundervollen Job im Hintergrund macht und seine Energie deutlich spürbar Ja. zeigt. Und ich freue mich auf die nächste Sendung in der nächsten Woche und wünsche allen nochmals einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Namaste.